Hey Leute, herzlich willkommen. Hey Leute, oha, Moment. So, herzlich willkommen zu einem neuen Animal Crossing Livestream. Heute geht's noch schlechter mit dem Ausleuchten. Ich habe keine Ahnung, warum. Irgendwie wird's momentan wieder immer schlechter. Ich muss da, glaube ich, noch mal ein bisschen dran rumbasteln. Auf geht's in eine neue Runde Animal Crossing. Heute aber nicht so lang, heute nur so um die 50 Minuten. Ich wollte eigentlich eine Stunde streamen. Aber ja, jetzt bin ich ein bisschen nach 8, weil ich erst spät zu Hause war. Also so bis 21 Uhr wollte ich heute streamen. Oh, jetzt habe ich hier einen Fleck und hier da einen Fleck. Eieiei. So, ich habe mir gerade schon hier so ein bisschen die Haare runtergezupft, damit ich hier nicht ganz so krass... Es funktioniert heute nicht anders. Egal. Vielleicht kann ich ein bisschen die Cam rüberziehen. Vielleicht hilft das. Nee, nicht wirklich. Vielleicht kann ich hier ein bisschen Licht anmachen. Vielleicht hilft das. Auch nicht wirklich. Wenn ich mehr Licht anmache. Ja, ich glaube, das hilft ein bisschen. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 14. Mai 2020 um 17.11 Uhr hier auf Diamantina. Und ihr seht, ich habe die Zeit noch nicht umgestellt, weil ich glaube, dass es eigentlich eine ganz gute Zeit ist, so vom Tageslicht. Ich sehe gerade, dass ich irgendwie den Stream-Chat nicht richtig sehe. Den muss ich nochmal so mir nochmal rausziehen. So. Gut, jetzt kann es aber wirklich losgehen. Hier nun das Neueste für heute. Heute hat die Schneiderei der Schneiderwestern bei uns eröffnet. Der Schneiderwestern, der Schneiderschwestern bei uns eröffnet. Wunderbar. In der Schneiderei gibt es natürlich jede Menge Mode, aber auch eine Galerie für eigene Designs. Seht euch neue Modestile an und vielleicht entstehen auch bald eigene Diamantina-Trends. Und hier die nächste Neuigkeit. Ab heute verfügt Diamantina über einen eigenen Campingplatz. Dort können Besucher die Schönheit unserer Insel und die Freundlichkeit ihrer Bewohner erleben. Wir werden sicher viele Besucher haben, also schaut doch mal vorbei und lasst eurem Inselcharme spielen. Und natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht im Service Center mit Tom Nook. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Melinda, ja, einiges Neues heute. So, hi Sammy, hi EVX, hi Johnny, hi Starbucks, Boss Bitch, hi Len. Schön, dass ihr da seid und wir haben Post. Wir haben Post von Nux Meilenprogramm. Sehr geehrte Frau Kadi, vor allem Frau Kadi, ne? Vielen Dank, dass Sie das Nook-Portal und das Meilenprogramm nutzen. Zusammen mit dieser Nachricht erhalten Sie den bestellten Artikel. Wir hoffen, Sie bleiben uns auch weiter treu. Was habe ich denn da bekommen? Was hatte ich denn gekauft? Hä? Hi, Sarah. Art des Gestaltungskit. Nook-Phone-Gestaltungskit. Ja, da müsste ich auch mal gucken, wie das funktioniert. So. Ich habe eben erst angefangen. Ach, das glaube ich nicht, Sammy. Ja, früher habe ich keine Zeit zu streamen. Da muss dann... Ah, da ist unsere Fahne. Da muss man dann die Wahl treffen zwischen Germany's Next Topmodel und Animal Crossing. Eieieiei, mir tut irgendwie so krass die Schulter wie heute. Ich kann, wenn ich, irgendwie, ich weiß es nicht. Ich brauche dringend eine Massage. Ah, Kadi, hallo, hallo. Ein echtes Schmuckstück, unser Campingplatz. Ich kann mich kaum retten vor lauter Anfragen. So viele Leute, die sich für unser Inselchen interessieren. Es kann gar nicht mehr lange dauern, bis wir die ersten Zeltgäste hier bei uns empfangen dürfen. Schau einfach mal öfter beim Campingplatz vorbei. Wer weiß, wann das erste Zelt erscheint. Wobei der Platz im Moment ja noch überhaupt nicht für Besucher geöffnet ist. Der Fall ist klar. Die Zeltgäste müssen von unserer Insel aus den Wandersocken gehauen. Von unserer Insel aus den Wandersocken gehauen werden. Ja gut. Diamantina muss noch schöner werden und du bist dafür die absolute Fachfrau. Unkraut zupfen, Blümchen setzen. Ach, einfach alles, was die Insel schöner macht. Das brauchen wir. So.
Dein Bruder mag meine Streams, das freut mich. Hoffentlich bekommst du Gunnar, damit ich ihn besuchen kann. Bekomme ich jetzt nochmal welche zufällig? Hi, Marti. So. Gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir doch mal gucken. Einmal, was die Schneiderei so anbietet. Und natürlich auch noch. Boah, was ein Mistwetter. Regenschirm. Der gute Picknickschirm. So, Grüße mache ich nicht. Das Ganze wird ja auch auf YouTube hochgeladen. Und dann sind die Leute beleidigt, wenn ich nicht auf YouTube auch alle grüße. Und das hat schon mal überhand genommen, deswegen mache ich das nicht mehr. Ich werde bis 21 Uhr streamen. Also an diejenigen, die jetzt auf YouTube gucken, bei euch werden das dann 3 bis 4 Folgen. Die es dann nachgucken. Und das erste Training heute war sehr gut, aber es war halt wirklich fast gar nichts offen. So. Ja, unser kleiner Campingplatz. Hier ist echt noch nicht viel los, aber macht ja nichts. So, wir könnten mal ein Bild machen hier. Beim Mistwetter. Ich finde, das ist ein süßes Bild. So. Oh je, Len. Ja, mit der Zahnspange hatte ich früher, ja, nicht so lange Probleme. Immer nur ab und an mal. So, den ersten Bewohner auf dem Zeltplatz musst du nehmen. Danach kannst du dir von Meileninseln Amiibos etc. nehmen, die dir gefallen. Okay. So. Ah, da war gerade unsere Melodie. Habt ihr gehört? Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Oh, Kadi, vielen Dank, dass du diese tolle Stelle für unseren Laden gefunden hast. Danke für deinen Follow, Ulrike. So, wir haben beschlossen, uns auf Diamantina niederzulassen und hier unsere Mode zu entwerfen. Danke für deine Cheer, für dein Cheer, Elfie. Und hi. Es geht schon wieder los. Ja, dann darf ich dich einmal durch unseren Laden führen. Gleich, wenn du reinkommst, siehst du unsere Empfehlungen. Die ändern wir jeden Tag, du weißt schon, um für Abwechslung zu sorgen. Dort links findest du unsere Schneiderpuppen. Sie tragen immer die angesagten Teile der Saison. Wir ändern ihre Ausstattung auch, aber nicht unbedingt täglich. Lass dich trotzdem inspirieren. Und wenn dir an den Schneiderpuppen etwas gut gefällt, kannst du es natürlich gerne kaufen. Kommen wir nun zur hinteren Wand. Hier findest du eigene Designs unserer Kunden. Gerne stellen wir auch deine Designs aus. Und du kannst dir die hier gezeigten sogar kostenlos nehmen. Daneben ist das Design-Tausch-Terminal aufgestellt. Hier kannst du Designs von Erstellern aus aller Welt bestellen oder sogar deine eigenen hochladen. Und zu guter Letzt noch der Umkleideraum. Den findest du ganz rechts im Laden. Dort kannst du alles anprobieren, was wir gerade anbieten, und zwar in allen verfügbaren Farben. Wir haben nur wenig Platz, daher findest du im Umkleideraum auch die Sachen, die wir nicht aufstellen. Ja, der Umkleideraum ist praktisch. Und du kannst auch sehen, wie gut dein Outfit steht. Wir haben jeden Tag von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Ich hoffe, wir werden dich häufig hier sehen. Oder haben wir einiges jetzt mal hier zu erkunden? Spricht Tina jeden Tag einmal an. Irgendwann wird sie gesprächiger und bekommst dann jeden Tag ein Design für Möbel geschenkt. Danke für den Tipp, Sarah. Die Schneiderpuppe sieht schick aus, nicht wahr? Hat es dir etwas Bestimmtes angetan? Der Schnabel. Nein, oh mein Gott. Oha, nein, erst mal nicht. Das Kleid ist voll cool. Aber es ist unpraktisch eigentlich für die Insel, ne? Es ist ein Eiskunstlaufkleid. Dafür würde ich 2880 Sternis bekommen. Hast du Interesse? Okay. Gleich mal gucken. Ich würde das mal anprobieren. Das ist ihre Schwester, die hier hinten näht. Die Sina. Sina und Tina, entschuldige, keine Zeit zum Reden. Ach, ich soll Sina jeden Tag ansprechen. Ah, hatte ich eben falsch gelesen.
Das ist unser Umkleideraum. Dort kannst du Sachen anprobieren und sofort kaufen, was dir gefällt. Hier siehst du, wie sie an dir aussehen und du kannst gleich mehrere Exemplare erwerben. Er steht dir jederzeit zur Verfügung. Rein da! Oh, guck mal, wie süß! Die Kochoutfits sind ja goldig. Die Jacken sind auch cool, aber dafür ist es jetzt gerade noch zu warm. Ach, ich fange schon wieder an zu gähnen. Ich bin heute echt kaputt. Mm. No, oh, kann ich die Sachen auch wieder ausziehen, die ich dann doch nicht haben will? Nein, 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 ich will noch mal rein. So. Meine Stadtmelodie ist jetzt die gleiche wie deine. Hast jetzt auch Toss a Coin to your Witcher. Am Anfang möchte sie nicht sprechen und irgendwann erzählt sie dir was von ihrem Leben und macht die Designs. Ja, das ist praktisch. Arbeitsuniform. Ach ja, hier sind die Eiskunstlaufkleider. Die sind süße Detektivhüte. Oh, Haarspangen. Das ist süß. Was ist das? Kaugummiblase. Oh Mann, Retro-Sonnenbrille. Schweinsnase. Ja, so eine Neon-Leggings habe ich auch schon. Ich glaube, die hier. Die Schuhe sind auch cool, die Kunstleder-Sneaker. Das ist mein Style. Die würden eigentlich gut passen. Ja, die sind schon mal gekauft. So. Hallo, Hamtaro. Ach, Robusto der Robuste. Das ist Steven. Aha. Verazulus, vielen lieben Dank für dein Follow. Oh, Kathi, dürfte ich in der Insel kurz... wir wollten Barry so eine Haarklammer kaufen. Kann man die auch handeln? Weil dann kaufe ich dir einfach eine. Weil da ich heute nicht so lange streame, wollte ich jetzt nicht hier noch mit hin und her traden machen. Aber ich könnte dir sonst eine kaufen. Haha. Ich bin ein Blitzmerker. Wie das aussieht. Die fällt nicht auf bei meiner Haarfarbe. Komm, nehmen wir die hier. Oh yeah. Wie stylisch. Ja gut. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier einmal... So, per Post stimmt. Ja, was willst du denn für eine Haarspange haben? Hey Rebecca, wie war denn die Abi-Klausur? Hey Alex.